Diabetes, im Alter Zucker, was viele nicht wissen, Zucker, eigentlich Weizen, auch ein ganz starkes Problem. Im Alter in den Griff bekommen, möglich. Die meisten Leute sind diabeteskrank und wenn du mit denen sprichst und fragst, was ist denn Diabetes, was funktioniert denn in deinem Körper nicht, können sie dir gar keine Antwort geben, weil wie gesagt, sie suchen immer die Götter in Weiß und wenn sie ihre Pille haben und ihr Insulin, dann sind sie denn happy und ja, dann haben sie da ihren Pieper, damit leben sie dann. Aber ich möchte mit euch über Diabetes sprechen, ganz kurz angerissen, gar kein langes Video hier an dieser Stelle. Wenn die Schilddrüse nicht mehr funktioniert und die Nebennieren und Nieren so ein bisschen kaputt sind oder angeschlagen sind, dann im Groben und Ganzen kann kein Zucker mehr aus dem Blut gezogen werden und man hat Probleme, Insulin zu bilden oder Insulin. Also, ja, ist auch egal. Also, das Problem ist Schilddrüse und Nebennieren oder Nierenprobleme. So, kriegt man es wieder in den Griff? Ja, eigentlich schon relativ. Erstmal natürlich die Ernährung. Man sollte auf jeden Fall auf Weizenprodukte verzichten, weitestgehend. Also alles, was Weizennudeln, Weizenbrötchen, Weizenmehl, das sollte man auf jeden Fall komplett aus der Ernährung rausnehmen. Ich sage ja immer, lebt dein Essen, dann lebst du. So einfach ist das. Das ist kein großes Geheimnis. Muss man eben überholen. Ja, aber worum soll es denn gehen? Also, Vitamin D3 zusammen mit K2 würde ich auf jeden Fall supplementieren. Da gibt es Studien drüber. Könnt ihr auch mal die künstliche Intelligenz fragen. Natürlich immer in Absprache mit einem Arzt oder Apotheker. Wenn nicht einfach so da 20.000 internationale Einheiten pro Tag für 30 Tage reinschaufeln, sondern das alles natürlich immer mit dem Arzt besprechen. Das ist ja ganz, ganz klar. Und Chrom würde ich auch zu supplementieren. Da gibt es auch Studien drüber, um das alles unterstützend so ein bisschen zu machen und ein bisschen, ja, unterstützend den Körper zu fördern. Dann würde ich alle tierischen Produkte weglassen. Ich würde meinen Körper auf jeden Fall basisch machen. Also wenigstens eine Zeit lang würde ich versuchen, vegan zu leben. Da gibt es gute Alternativen. Nur weil einer sagt, ich esse keine tierischen Produkte, heißt es ja nicht, er isst nur Salat. Das ist ja Quatsch. Weil es gibt ja, ich meine, was habt ihr denn? Ihr habt Kartoffeln, ihr habt Reis, ihr habt Nudeln. Also einer, der vegan lebt, heißt ja nicht, er isst halt nur kein Fleisch und verzichtet auf Milchprodukte. Ich finde das also alles ganz legitim. Und noch einmal, lebst du, lebt dein Essen, dann lebst du. Also, was würde ich tun, um das halbwegs in den Griff zu kriegen? Nur kurz zusammengefasst, ich würde meine Ernährung umstellen auf vegan, nicht auf Dauer oder auch nicht konsequent. Wenn ich mal Lust habe, mal eine Wurst zu essen, wo wahrscheinlich nicht mal Fleisch drin ist, würde ich auch die Wurst essen, aber halt wirklich mit Bedacht, ne, alle zwei Wochen vielleicht mal ein Stück Fleisch oder, und dann würde ich auch gucken, welches Fleisch, ne, Fleisch, was viel mit Antibiotika behaftet ist, weil die Tiere natürlich auch viel Scheiße zu fressen kriegen, würde ich vielleicht mir beim Bauern was holen. Weil wenn man alle zwei Wochen ein Stück Fleisch isst, dann kann man auch mal ein Stück Fleisch für 6, 7 Euro kaufen. Sage ich jetzt mal, meine Meinung. Ich würde viel auf Salate gehen, frische Salate, Gemüsesäfte würde ich viel supplementieren. Warte, ich muss ihn mal einmal hier. Ist immer so eine blöde Stelle, weil die Leute ein bisschen ja, komisch und arrogant fahren. So, ja, Salate auf jeden Fall, Gemüsesäfte. Und ich würde Wasser trinken, ich würde CDL mit reinmachen. Das sind so meine Sachen, die ich machen würde. Ich würde dann dazu, wenn ich die Ernährung ein bisschen angepasst habe, würde ich auf jeden Fall meinen ganzen Darm einmal sanieren, also den Körper entgiften, also auch mit Fußbädern. Generell, dass diese ganzen Giftstoffe rauskommen, Essig, Fußbäder und, und. Vitamin D3 würde ich supplementieren, Chrom würde ich supplementieren. So, ich sage ja immer, Schwefel kann nicht schaden. Jeder Mensch hat 140 Gramm Schwefel im Körper und je älter die Person wird, umso weniger Schwefel hat man im Körper, was im Zustand irgendwann nicht mehr gut ist. Also sollte man den Schwefelhaushalt auch wieder auffüllen. MSM heißt das. Ich würde mir MSM bestellen und würde dann einfach mal sagen, okay, man fängt an mit einer Kapsel und dann geht man hoch auf 4 Kapseln pro Tag und das hält man erstmal so für 30 Tage, 60 Tage. Also wirklich die ganzen Mängel im Körper ein wenig auffüllen. Und dann werdet ihr sehen, dass das Ganze oder dieses Ganze wird Früchte tragen nach ein paar Wochen und Monate. Das heißt, ihr werdet merken, dass ihr beweglicher werdet, ihr habt dieses Aufstehen und Müdigkeit nicht mehr, euer Zuckerwert wird sich langsam und stetig wieder hinpendeln, der Körper wird wieder in die Lage versetzt, ein bisschen Zucker aus dem Blut herauszufiltern, dass sich das Ganze normalisiert, euer Blutdruck wird auch heruntergehen ein bisschen wieder oder beziehungsweise wird sich wieder ein bisschen anpassen, weil wie gesagt, es sind
meistens Mangelerscheinung. Wird es ganz weggehen? Nein, das glaube ich nicht. Ich denke mal, man muss natürlich, ich meine, ihr müsst das so sehen, Schlaganfälle, Diabetes, diese ganzen Sachen, chronische Entzündungen im Körper, das sind alles Vergiftungen über Jahrzehnte. Und deshalb verstehe ich nicht die Leute, die dann sagen, ja, ich habe mir das genommen da, 2 Wochen, aber hatte gebracht, gar nichts. Ja, Freunde, wenn ihr euch über 50 Jahre schlecht ernährt habt, weil ihr es nicht gelernt habt, weil ihr es nicht wisst, weil die Lebensmittelpyramide auf dem Kopf steht, weil die Schule uns das alles falsch beigebracht hat und, dann könnt ihr nicht erwarten, dass ihr geheilt seid in, ich sag mal, oder was heißt geheilt, oder dass eure Symptome weg sind, ich sag mal in 2 Wochen, 4 Wochen. Das bedarf Zeit, Freunde. Es bedarf Zeit und Geduld. Und ihr werdet auch nicht sofort was merken, aber irgendwann kommt der Tag, da steht ihr auf und dann sagt ihr, oh, ich komme ja in Gange. Hä? Früher bin ich ja immer so langsam hochgekrebelt. Oder es kommt der Tag, wo ihr sagt, hä, Moment mal, ich ziehe mir hier meinen Socken im Stehen an. Oder, hä, ich brauche meine Hand nicht mehr, um mein Bein aufs Knie zu legen, um mir Socken anzuziehen. Also diese Veränderungen passieren langsam. Ich versuche den Gesundheits- oder Sauberkeits-Lifestyle im Essen jetzt mittlerweile so seit 6-7 Monaten gut umzusetzen. Ich habe seit 5 Jahren oder seit 4 Jahren, sage ich mal, supplementiere ich meine Supplemente, alles, was ich so lese. Das Einzige, was ich noch nie gemacht habe, was auch scheiße ist, ich müsste mal diese ganzen Werte in meinem Körper bestimmen lassen, diese Bohrwerte, Werte wie Eisen, Kupfer, Zink, Selen, das muss man mal eigentlich alles bestimmen und mal gucken, sind die Werte wirklich, in welchem Bereich sind die, wie ist der Vitamin D3-Spiegel. Eine Freundin von mir war jetzt beim Doktor, hat ihren Vitamin D-Spiegel messen lassen und der war bei 0. Ihr müsst euch vorstellen, bei 0. Wie soll denn ein Körper, der nicht lebt, gesund sein? Ihr müsst dem Körper schon sagen, ey du, ich bin draußen, ich bin aktiv. Auch wenn man nicht so viel Sport macht, da bringt CDL eine Menge, weil das Blut wird mit Sauerstoff versorgt. Guckt euch die Seminare von Andreas Kalke an. So, ich bin jetzt aber auch raus. Ich wollte das nur ganz kurz sagen. Sollte so ein bisschen über Diabetes gehen. Gott sei Dank sitze ich wieder in einem schönen großen Auto. Mein Auto ist wieder heile. Was ist das denn hier? Mein Auto ist wieder heile. Der brauchte 6 neue Injektoren. Ja, 2000 Euro ärmer. Mann, das Geld geht so schnell weg. Du weißt gar nicht, wie du das Geld so schnell verdienen sollst. Genau. Was wollte ich noch sagen? Ja, bei uns im Serengeti-Park und Hohenlagen beginnt die Halloween-Zeit. Da spiele ich ja auch in der Friedhofsshow, auch in der Comega-Show. Also wer mich mal besuchen will und ein bisschen quatschen will, der kommt in den Serengeti-Park in Hohenlagen. Da spiele ich 19 Uhr und 20.30 Uhr auf dem Friedhof. Bei uns, ich weiß gar nicht, warum ich das erzähle, ist auch unwichtig. Alles klar, Freunde, gehört gar nicht auf diesen Kanal. Also, bleibt am Kanal, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und lasst euch nicht verarschen.